zeigte es bereits sehr lebendig und gab in aller Kürze unsere Neuheiten wieder. Wir haben das Angebot erneut enorm bereichert. Und in den wenigen Wochen von der letzten Wintersaison bis zum heutigen Tag wurde aufs Neue Erstaunliches geleistet. Ein großes Kompliment an alle beteiligten Mitarbeiter und Handwerker, Fremdfirmen, die hart gearbeitet haben. Und gerade in den letzten Tagen und Wochen wurden wieder viele Überstunden und Sonderschichten geleistet. Dank auch an das ganze Team vom Europapark, an das Team Baumanagement, an die Gärtner, an die vielen Handwerker, die wirklich sich mächtig ins Zeug gelegt haben, um all das entstehen zu lassen, was Sie nachher bestaunen können. Umso mehr stehen wir heute von der Unternehmenskommunikation in der Pflicht, Ihnen eine gute und informative Pressekonferenz abzuliefern. Und wie immer werden Sie die Highlights dieser Neuheiten und einige davon nachher selbst erleben können. Die Zeit reicht leider nicht, Ihnen alle Neuheiten im Detail vorzustellen. Deshalb möchte ich Ihnen kurz darlegen, was es in dieser Saison im Europapark Neues gibt. Am kommenden Samstag, 31. März, starten wir fulminant durch in unsere mittlerweile 38. Saison. Wir haben unsere Infrastruktur an entscheidenden Positionen weiter ausgebaut und verbessert. Und Sie haben es im Kurzfilm gesehen, das höchste Investitionstempo in der Geschichte des Parks machte auch vor der alten Küche im Schloss Balthasar nicht halt. Eine umfangreiche Investition und Maßnahme, die der Gast zunächst einmal nicht sieht, dafür aber schmeckt. Denn es ist eine Investition in die Qualität und in das Angebot, um zukünftig eine noch bessere Schlossgastronomie bieten zu können. Und das werden Sie spätestens beim völlig neu überarbeiteten und inszenierten Rittermahl selbst erleben können. Familien, Sie stehen schon immer im Mittelpunkt unserer Bemühungen. Und wir haben einen bunten Vergnügungscocktail für die Familien gemixt. Bekanntlich sind wir ja schon zu Beginn der letzten Wintersaison unter die Filmproduzenten gegangen und haben damals schon den Startschuss für den neuen 4D-Trickfilm Das Geheimnis von Schloss Balthasar gegeben. Besonders bemerkenswert an dieser Stelle, was der Film nicht zeigte: Innerhalb der ersten Wochen zählte dieser Film weit mehr als 150.000 Zuschauer und aufgrund dieses großen Erfolgs und der enormen Nachfrage, auch von den vielen Fans, haben wir zusammen mit Ambient Entertainment aus Hannover, den absoluten Experten in diesem Genre, eigens eine neue Sommerversion dieses Films produziert und ab kommenden Samstag ist diese dann auch in unserem Hightech 4D-Kino zu sehen. Unser Premium-Partner Gazprom hat die Winterpause ebenfalls für eine umfangreiche Neugestaltung der multimedialen und interaktiven Ausstellungen genutzt. Und Herr Mölke, Frau Fleischer, dieser Relaunch der Gazprom-Erlebniswelt Abenteuerenergie ist wahrlich gelungen. Gazprom hat in Zusammenarbeit mit der Agentur Triad diese faszinierende Erlebniswelt rund um das Thema Energiegewinnung Energieversorgung noch aufwendiger gestaltet. Diese Themen werden noch plastischer, noch lebendiger dargestellt und vermittelt. Neue interaktive Exponate, echte Hightech-Geräte wurden installiert und ganz besonders erwähnenswert, alle drei 360-Grad-Kinos wurden mit brandneuen Filmen bestückt. Das ist Edutainment auf allerhöchstem Niveau. Das ist dort mehr denn je garantiert. Und diese Maßnahmen, die machen durchaus Sinn. Die beliebteste Katapult-Achterbahn der Welt, unser Blue Fire Mega Coaster powered by Gazprom, der interagiert mit unserer brandneuen Holzachterbahn Woda. Die Schienenstränge kreuzen sich, das können Sie nachher selbst beobachten. Und diese einzigartige und sehr emotionale Verflechtung zweier Top-Attraktionen sorgt zukünftig für noch mehr Aufsehen, für noch mehr Begeisterung und für noch mehr Bewegung dort im isländischen Themenbereich. Gazprom zieht nach und investiert über 1 Million in die Überarbeitung ihrer Erlebniswelt. Und genau das, Herr Mölke, Frau Fleischer, macht eine gelebte, innovative und beiderseits mit Leidenschaft erfüllte Partnerschaft aus. Und wir sind stolz auf unsere Allianz mit dem Global Player Gazprom. Nachher steht Ihnen natürlich diese neue und überarbeitete Erlebniswelt zur Verfügung. Sie können sie besuchen, Sie können die Exponate testen, die Filme bestaunen. Direkt im Anschluss nach der Testfahrt Wodan haben wir die Türe für Sie dort selbstverständlich geöffnet und Sie finden auch geführte Expeditionen in diese Erlebniswelt dann statt.
Ein absolutes Highlight folgt im Sommer. Wir öffnen eine unsagbar schöne Schmuckschatulle und bereits am 12. Juli ist es soweit. Unser 4-Sterne Superior Hotel Bell Rock. Traumhafte Nächte im Leuchtturm erwarten unsere Besucher. Dieses 35 Meter hohe Wahrzeichen des neuen Hotels von weitem zu sehen. Und Deutschlands größter Freizeitpark wird durch den Bau des 5. Erlebnishotels konsequent weiter zur Kurzreisedestination entwickelt. Wir reagieren auf diesen nach wie vor sehr starken Trend und stocken mit diesem Hotel unser Übernachtungsangebot mit weiteren 1000 Betten auf. Auf den Spuren der Pilgerväter und Entdecker geht es direkt in die kulturelle und historische Wiege der USA, nämlich nach Neuengland. Ich möchte Ihnen am heutigen Tage in dieser Pressekonferenz einen Hinweis geben auf unsere eigens für das Bell Rock anberaumte Pressekonferenz, die am 27. Juni 2012 stattfindet. Ich möchte Sie schon alle recht herzlich einladen und Ihnen ein kräftiges Save the Date zurufen. Entertainment wird großgeschrieben im Europapark. 230 Künstler, ein reges, ein buntes Treiben, sie tauchen diesen wunderbaren Park in Farbe und mehr als 6 Stunden reines Showangebot runden erneut unser Angebot ab. Sämtliche Shows sind komplett neu überarbeitet, neu inszeniert, neu choreografiert. Ein Potpourri aus artistischen Höchstleistungen, Comedy, Tanz, für jeden ist etwas dabei. Sei es die Eisshow Surprise, die Varieté-Show Luminosity oder die feurigen Stunts hoch zu Ross in unserer spanischen Arena mit dem französischen Star Luracci choreografiert, Pferdestanz. Und ein Blick in unseren ballgefüllten Highlight-Kalender verrät zudem, er liegt übrigens Ihren Presseunterlagen bei, dass die Sommermonate gespickt sind mit Themenfesten und zahllosen Events. Es ist also wieder einiges los bei uns, angefangen von der beliebten Live-Sendung immer wieder sonntags mit dem beliebten Moderator Stefan Ross auf einer brandneuen Showbühne übrigens auf dem Festivalgelände. Music at Park in Zusammenarbeit mit Radio Regenbogen. Wir wählen die Miss Europa Meisterschaft am 25. Mai exklusiv im Europapark, einzigartig in ganz Deutschland, auf der ganzen Welt. Und das Oktoberfest steht auf dem Programm, die Horror Nights und natürlich das Kultevent in Zusammenarbeit mit dem Radiosender Nummer 1 in der hiesigen Region mit dem SWR 3, die Halloween Party. Und kommen wir jetzt zum Höhepunkt der heutigen Pressekonferenz. Die gigantische Holzachterbahn Wodan. Man könnte eigentlich stundenlang über diese tolle Achterbahn erzählen. Die ganzen technischen Daten und Fakten finden Sie ausführlich und detailliert in unseren Presseinformationen dargestellt auf dem von Ihnen in Echtholz gestalteten USB-Stick, Ihnen ausgehändigten USB-Stick. Und das Schönste, nachher erleben Sie Wodan hautnah. Jetzt möchte ich Ihnen einen ganz besonderen Hinweis geben. Sie haben bei Ihrer Akkreditierung ein Namensschildchen erhalten, das Sie nachher noch dringend brauchen. Die Idee, die wir hatten, Sie, die Medienvertreter, können sich zum ersten Mal in einer Achterbahn dauerhaft verewigen. Wir haben Hammer und Nägel für Sie vorbereitet am Wodan vorne. Versenken Sie Ihren ganz persönlichen Nagel in einem Original Kantholz des Wodan. Man nennt das Bench, der eine oder andere wird ihn krumm reinschlagen, macht auch nichts. Und daran wird dann das Namensschildchen angebracht. Später wird es durch ein schöneres ersetzt, keine Sorge. Und wir werden diesen Band dann für immer im Anstehbereich unserer neuen Achterbahn eindekorieren. Und Sie lösen somit Ihr ganz persönliches Ticket für Ihre erste Fahrt dann ein. Sie brettern dann regelrecht, brettern ist der richtige Begriff, die Achterbahn brettert, begleitet von unverkennbarem donnergollenden Sound durch die Welt der nordischen Mythologie. Es gibt in Deutschland 5 Holzachterbahnen, aber Wodan ist anders, er ist einzigartig, es ist neue Technik im alten Gewand. Völlig neue Fahrfiguren, spektakuläre Fahrfiguren sind möglich. 90 Grad Querneigung bei Maximalgeschwindigkeit sind für Wodan gar kein Problem. Möglich macht dies eine neue Achsentechnik unter den Waggons der Züge. Wir untertunneln gleich dreifach den Boden. Die Optik kombiniert mit dem Fahrgefühl, mit dem Sound, gibt ein unvergessliches Erlebnis. Und an dieser Stelle möchte ich es besonders betonen, keiner legt sich bei der Ausgestaltung der Details einer solchen Achterbahn mehr ins Zeug als der Europapark. Die Musikkompositionen von Hendrik Schwarzer, der Film hat es gezeigt, dem Ausnahmetalent unter den Nachwuchskomponisten, sind sozusagen zeitgleich mit dem Bauwerk
und mit der Themenwelt entstanden. Es ging Hand in Hand, es wurde ineinander gefügt, nicht irgendwie oben drauf gesetzt. Und sogar die Klangfarben dieser Kompositionen wurden den unterschiedlichen Bereichen der Bahn angepasst. Das erzeugt diese unglaublich mystische Atmosphäre, diese Emotionalität dieser Bahn. Und dann die Botanik. Wenn gebaut wird, werden üblicherweise und meistens Bäume gefällt. Proteste werden laut, siehe Stuttgart 21. Bei uns im Park ist es genau andersrum. Übrigens sehr passend zum Zeitgeist. Grün-rote Landesregierung hätte das wohl auch gerne, denn wenn wir bauen, entstehen ganze Wälder und eine üppige Botanik neu. Und das macht den Europapark aus. Wir sind bekanntlich ein Naturpark mit Attraktionen oder eine permanent eingerichtete, wunderschöne Landesgartenschau. Das Gesamtergebnis kann sich sehen lassen, Herzrasen garantiert. Ich darf nur meine Kollegin aus unserer Kreativabteilung Max Solutions, Frau Petra Hartkopp, bitten. Ich freue mich sehr, dass sie sich dazu bereit erklärt hat, Ihnen einen kurzen Einblick zu geben in die umfangreiche und anspruchsvolle künstlerische Arbeit unserer Designer, des Designers täglich Brot. Interessant ist, wenn Sie dann nachher selbst erleben können, wie diese Ideen unserer Designer dann letztendlich auch in der Realität umgesetzt wurden, um genau diese Atmosphäre zu erzeugen, die wir uns wünschen. Frau Hartkopp, ich darf Sie ans Podium bitten.